Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Weiter geht's. So, wir sollen zum Animus zurückkehren. Dafür dürfen wir jetzt erst diese super lange Fahrstuhlfahrt wieder machen, und das müsst ihr jetzt alles ertragen. Nee, das spule ich jetzt nicht vor. Das drücke ich euch jetzt extra dick rein. Ja, damit ihr auch mal wisst, wie das ist, wenn man diese ewig langen Wartezeiten immer hat. Und niemand für einen extra alles auf Fast Forward stellt. Ja. Mit Loadscreen. Passt auf, passt auf. Recht, Strohkopf. Gleich Ich kommt habe er. den Da. nächsten Satz von Chase Gedächtnis hochgeladen. Wir haben es fast. Sie dienen hier einer guten Sache. Selbst wenn Sie noch Glaube ich nicht nicht. wissen, was es ist. Mich um. Ich fühle mich immer noch wie ein Assassine. Und du müsstest wieder ran. So, dann gehen wir mal zurück an unseren Animus, an unseren mega geilen Arbeitsplatz. Haben die anderen eigentlich auch so einen geilen Arbeitsplatz? Gerade mal gucken. Moment, ach nee, das ist schon unser. Und seiner hier ist ja auch eigentlich nicht schlecht, ne? Unser ist schon irgendwie ein bisschen geiler so, aber ja. Oh Mann, ey. Jo gut, dann weiter geht's, ne? Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. In Notre Dame? Ach, das war das, wo wir einmal diesen Einblick hatten, wo wir plötzlich 20 Jahre älter waren. Hä? Oder? Ich glaube schon. Mal schauen. Sind wir plötzlich alt? Ich hab's. Oh ja. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Genau. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Was? Benjamin Franklin ausfindig machen. Oh, der müsste jetzt ja auch 20 Jahre älter sein. Okay. Moment mal, 1776? Das Datum kommt mir ja auch irgendwoher bekannt vor. Ist der da gestorben vielleicht? Weiß ich jetzt leider nicht genau. Hättest deinen Urwald nicht verlassen sollen. Ach, sie bedrohen ihn. Oh, das ist nicht so geil. Das können wir natürlich nicht so ganz zulassen. So. Das ging schnell. Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Okay, jetzt müssen wir ihn verteidigen. Die greifen gleich wohl an, okay. Von da, aha. Sehr schön. Wow, da hat gerade die Steuerung richtig gut funktioniert. Interessant. Oh, irgendwo hier wird auch wieder ein Verbrecher sein. Da haben wir schon. Na, komm. So, zack. Was, läuft er schon? Oh, er läuft auf einmal. Meine Güte. Ganz locker flockig. Und hier? Auch sehe ich es nicht. Ah, da. Zack. Der Body Slam. Typisch. Typisch Shay. Er kann Leute so treten und Body Slam und komische Dinge damit machen. Was? Franklin hat mich gerade voll weggeschubst. Danke. Oh Mann. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Oh, scheiße. So, was müssen wir jetzt in der Zwischenzeit machen? Optionale Ziele. Nee, wir sollen eigentlich... Hä, die greifen in 2 Minuten an? Achso, wir sollen jetzt bis dahin möglichst viele ausfindig machen? Ah, okay, verstehe. Zack. Das war Nummer 1. Hier geht's auch nochmal weiter. Vielleicht ist einer oben irgendwo. Wenn nicht, haben wir von da aus zumindest eine gute Aussicht. Dachte ich zumindest. Ah, da ist noch einer. Na, ich habe dich genau gesehen und springe leider erst irgendwo an komische Orte runter. Und dann mache ich das da. Bam. Okay. Ich glaube, wir haben auch genug Zeit, einmal kurz hier die Truhen zu plündern. Truhen voll, toll, hat überhaupt nichts gebracht. So, einer muss noch hier irgendwo sein. Ist da vielleicht einer hier in dem Heuteil drin? Nein? Da auch nicht, okay. Ist ja nicht hier irgendwo? Nein? Okay. Dann aber hier irgendwo.
Was passiert denn, wenn ich das nicht in der Zeit schaffe? Kommen dann einfach drei Angreifer, die ich dann halt killen muss, oder? Wenn ich jetzt einmal schnell hier den Schnellweg hoch benutze. Ah doch, hier oben ist ja doch noch einer. Zack, sehr schön. Zwei also noch. Die müssten dann irgendwo da sein. Aber hier oben war jetzt keiner mehr, ne? Nochmal einen Blick runter auf die Straße. Nein. Doch, da sind sie beide. Zack, sehr schön. Und zack. Oh Mann, ey. What the fuck. Okay, so, dann auf zu Franklin. Wie habt ihr das gemacht? Was für ein Glück. Ja, ja, Glück. Mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Güte? Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Auch schon so ein paar Leichen gesehen bei seinen Experimenten. Böse, böse. Okay, gut, haben wir geschafft. Dann. Was passiert jetzt? Spawnen wir jetzt? Nein! Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase's Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Also müssen wir doch erst quasi wieder da in unserer Karibik-Nordatlantik-Geschichte irgendwo weitermachen. Wie heißt er? Wie heißt er? Ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Stimme kommt mir auch bekannt vor. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sagt mir, was ihr seid. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Nur? Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe Fort Louisburg. War ja unser Vater bei Assassin's Creed 3? Wir treffen einen Navy-Offizier. James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. War er nicht unser Vater bei Assassin's Creed 3? Ich weiß es nicht mehr. Es verwischt sich alles so und vermischt sich alles so, weil Franklin kennt ich jetzt zum. Benjamin Franklin kannte ich jetzt zum Beispiel schon aus Unity auch nochmal. Und das Gesicht gerade da kannte ich auch irgendwo her. Und sowieso, wir sind jetzt irgendwie bei den Templern statt bei den Assassinen. Ah, das ist alles so ein bisschen verwurstelt wie sonst was. Oh, jetzt sind wir wieder im Nordatlantik. Wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke... Ach komm, er fängt schon wieder an, von irgendwelchen Bardamen zu reden. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir müssen da oben hin. Aber hier in diesem Gebiet waren wir noch gar nicht. Oh, wir sind jetzt hier im Nordatlantik. Das ist nochmal eine komplett separate Karte. Aha, okay. Also hier ginge es zum... nach Nordamerika. Und wir kommen gerade von hier, aber hier ist kein Kartenausgang. Okay. Terra Nova, St. John's. Ja gut, dann würde ich sagen, arbeite ich doch einmal gerade ab, dass ich hier diese ganzen Anfahrtspunkte habe, damit ich da halt wieder schnell... Nein, mache ich diesmal nicht. Habe mich jetzt gerade spontan gegen entschieden. Weil
Jetzt muss ich noch einmal kurz auf die Karte gucken, damit ich nicht dran vorbeifahre. Also irgendwie hier so zwischenher kämpfen und dann langsam rechts abbiegen, okay? Weil wir für die... Jetzt redet der mir auch noch mitten rein. Ich will reden. Und zwar mache ich das diesmal nicht, weil wir in manche der Missionen, die da oben sind, dann ja doch nochmal zu den Orten sowieso hinfahren müssen. Und so fahre ich die nur doppelt an, was eigentlich total überflüssig ist. Also gucke ich erst, welche Orte fahre ich durch die Missionen sowieso an und die restlichen fahre ich dann eben so an, um da die Renovierungen etc. vorzunehmen. So, bitte sehr. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig. Oh, kommen wir da so durch? Vor allem, da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als verbündet. Achtet auf eure Wucht. Ich verstehe. Ach komm, wenn wir gerade hier eh schon so nah dran sind, dann kann ich das gar nicht ablehnen. Vor allem, wenn wir hier andocken dürfen. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht hier der St. Lorenz offen. So nah, wie wir hier gerade dran sind, kann ich das quasi gar nicht ablehnen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz da drauf, damit wir dann das freischalten. Und dann geht's wieder zurück aufs Schiff. So, ich glaube, das reicht schon. Jetzt eh nur einen Aussichtspunkt nicht zu renovieren, habe ich gerade zumindest nichts gesehen. Also wieder zurück aufs Schiff. Ach, komm schon. Weißt du, dass ich jetzt hier auch nicht herlaufen kann? Das macht mich schon wieder so ganz hibbelig. Muss jetzt irgendwie erst da runter. Ich hätte, glaube ich, auch oben irgendwo her auf diesem Geländer langlaufen können oder so. Aber dass ich nicht einfach da vorbeigehen kann, das ist so. Benno. Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich. General Wolf wird dem feigen Montcalm eine Abreibung verpassen. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, bringen wir diesen Kontinent endlich auf. Oh, das ist ein großes Schiff. Wollen wir das mal versuchen, Platz zu machen? Probiere ich jetzt einfach mal. Sind wir ja gerade nicht in irgendeiner Mission drin oder so? Scheiße, ich habe noch keine neuen Mörser wieder gekauft. Ja, und das Schiff hat natürlich irgendwelche Mörser oder so. Wir probieren das jetzt einfach mal. Bin mal gespannt, wie viel Loot uns das gibt. Scheiße, Loot uns das gibt? Ich glaube, wir sind eher Loot für das Teil. Das hat gerade mega viel Schaden gemacht. Wir machen dem ja richtig wenig Schaden. Na komm, noch eine breiten Salve. Oh scheiße. Das war ziemlich dran vorbei. Oh fuck, volle Breitseite. Zack. Meine Fresse, das war, glaube ich, eine Nummer zu groß für uns. Scheiße, das Teil hat noch fast volles Leben, ey. Was ist los bei ihm? Läuft bei ihm auf jeden Fall. Aber Mörser kann ich nicht schießen, nee. Schwachstellen hat es auch irgendwie keine. Oh, jetzt. Sehr schön. Meine Güte, was... Boah, der macht uns locker platt. Scheiße, wir müssen hier weg. Wir können nur noch flüchten eigentlich. Holy crap, okay. Da hatten wir echt nicht so geile Karten. Wir sollten dann doch überlegen, ob wir nicht als nächstes mal unser Schiff wieder upgraden. Unser Typ hat jetzt ja eigentlich erstmal schon ganz akzeptable Sachen so. Oh oh. Oh 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 oh. Einfach nur noch weg gerade. Ich glaube, das da greift uns nicht an, ne? Ich glaube, das ist quasi neutral. Hoffe ich jetzt einfach mal. Weil das hat nicht so diesen, hey, ich greife euch an. Oh doch, es dreht sich aber schon ganz schön hinter uns her. Aber wir fahren mal einfach weg. Oh, schade, dass das nicht geklappt hat. Schade, schade. Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Ein Prachtstück. Kriegsschiff, voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet sicher schon. Kenway. Kenway kommt mir bekannt vor. Ach, das ist das Schiff von unserem Baus jetzt? Glaube ich zumindest, ne? Kommt mir ganz stark so vor. Okay. So, dann. Ich würde sagen, wir fangen die Mission jetzt einfach mal an. Und auch hier gilt wieder, wenn das halt nicht so ganz reinpasst, dann, ja, wird es auf jeden Fall nicht tun. Aber ich fange einfach schon mal an. Willkommen an Bord, meine Herren. Kenway, wie war der Vorname? Schön, euch zu sehen, Captain.
James Norman. Captain Shake Hormack? Captain James Cook? Weiß ich nicht mehr. Es ist mir eine Ehre. Das meinerseits. Captain Hook? Captain Hook hat eine recht beunruhigende Oh, Captain Cook, schade. Ich dachte Captain Hook. Wie unsere Informationen bestätigt. Jawohl. Eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormac? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. What? Aber nur für die eine Mission, oder? Captain. Damals war das echt noch so, wer hat das größere Steuerrad? Das war quasi so der Schwanzvergleich damals. Ey, mein Schiff hat ein viel größeres Steuerrad. Aber jetzt benutze ich dieses Schiff, glaube ich, nur für eine Mission, oder? Jetzt darf ich das steuern, kommandieren für eine Mission quasi. Mache jetzt in der Mission alles platt. Und nach der Mission bin ich ja wahrscheinlich wieder los, ne? So, wir sollen den mal einfach folgen, okay. Wir sind irgendwie ein paar wenig Leute für so ein großes Schiff, habe ich das Gefühl. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Aus Hannover, Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Lenkt doch immer so viel. Wenn ich nur ganz kurz A andrücke, macht er so eine Achteldrehung nach links und dann so anderthalb Drehungen nach rechts wieder dagegen. Wahrscheinlich anders, wenn man mit dem Controller spielt, aber hier, wenn ich so mit der Dingen spiele, mit Maus und Tastatur, dann kann er das vielleicht nicht so gut verkraften. War sowieso, ist mir auch als Gedanke eingefallen, warum das... Oh, oh, kann ich jetzt schon schießen? Sollte ich jetzt schon schießen? Nee, noch nicht, ne? Müsste, glaube ich, rot sein. Ach, da ist was Rotes. Sehr schön. Kann ich schon nochmal mörsern? Setzt eure Mörser ein, Shay. Sie könnten für unseren Sieg entscheiden. Wie nah sind die Gegner alle so? Gibt ja mal eine Breitseite jetzt hier. Da! Sehr schön. Hä? Achso, steht nur so als Info da unten. Ich dachte, ich stünde gerade, jetzt gerade unter Beschuss. Also klar, wir stehen irgendwie so halb unter Beschuss. Wir sind natürlich mitten im Gefecht, aber nicht wirklich genau in dem Moment. Oh, wir haben kein Packelgewehr. Oh, ist ja ein Scheißschiff, ey. Kack-Dreckschiff. Richtig kacke. Kann der Mörser da auch so nah schießen? Weiß ich gar nicht. Oh, das hat auf jeden Fall richtig schön Schaden gemacht. Oh ja, das waren die Mörser. Kommen irgendwelche Kugeln aus dem Himmel. Oh, das war eine volle breite Seite. Eine volle breite Seite doch. Ahoi, Landratten. Ja, sehr schön. Das ging gut. Muss ich sagen. Uh-oh. Next God. Er hat auch ein ziemlich großes Steuerrad. Und zwar mit Totenköpfen drauf. Die werden die Assassinen plötzlich aber so auch so richtig böse dargestellt. Oh, und wir kriegen irgendwelche brennenden Schiffe zugesendet. Damit die unser Schiff zum Brennen bringen, oder was? Müssen wir da jetzt ausweichen? Gott. Brander, falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir. Es ist die Experto Crede. Die Experto Crede, was? Welch Glück für ihn, dass wir alle. Das war ja schon mal ein Mörser. Ich glaube, mit den Mörsern müsste ich aber theoretisch mehr vorhalten, oder? Ich muss auf jeden Fall das da hinten versenken. Sein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, einfach so eine Breitseite drauf gefeuert. No Scope quasi. Oh Mann, ich will die Mission nicht abbrechen.
Also abbrechen sowieso nicht, aber ich will jetzt nicht einen Cut setzen. Wir spielen das jetzt einfach zu Ende. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Komm, eine Breitzeit noch. Yes, sehr schön, die müsste gesessen haben. Boah, wie viele Kanonenkugeln da auch kommen. Sehr schön. Kommt jetzt noch ein Bossschiff? Das von dem Assassinen muss doch jetzt noch kommen, oder? Oh, und Mörserschüsse. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Was? Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Noch ist nichts vorbei. Ja! Doch, tut mir leid. Es scheint so, als wäre diese Folge ein bisschen größer, länger. Mission etwas länger. Deswegen ist diese Folge jetzt leider vorbei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Nächste Folge gibt es natürlich den Rest hiervon. Und dann sehen wir uns direkt morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis morgen, Freunde. Tschüss.